Wir sind mit Clemens Setz auf der Frankfurter Buchmesse. Er war mit seinem Roman Indigo nominiert auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Zum zweiten Mal schon auf der Shortlist. Was passiert, wenn man den nicht gewinnt? Ist das schlimm? Es war dieses Mal auch nicht schlimm. Also es war das erste Mal schon nicht so schrecklich, weil das erste Mal habe ich gar nicht damit gerechnet. Und diesmal habe ich mal damit gerechnet und mal auch noch weniger als damals. Also war das derselbe Wert am Ende. Null. Aber vielleicht eine etwas provokante Frage. Ihr Buch ist, ich würde mal sagen, schon ein sonderbares Buch in diesem Herbst. Es ist vielleicht etwas schwerer zugänglich als einsinnige Fiktion. Wäre das vielleicht auch ein gewisses Missverständnis gewesen, den Deutschen Buchpreis dafür auszuzeichnen? Ja, wie Sie wissen, Rilke sagte, Ruhm ist die Summe aller Missverständnisse, die sich um einen Namen ranken. Und ja, das ist natürlich ein Missverständnis, wenn man einen Preis bekommt, aber halt ein erfreuliches vielleicht auch, ja. Also einerseits schwer zugänglich, andererseits geht es doch um eine ganz zentrale Metapher, nämlich die der Indigo-Krankheit, die dafür sorgt, dass Menschen im Umfeld der Erkrankten, dass denen übel wird, sie Kopfschmerzen bekommen und sich erbrechen. Das könnte man als Metapher verstehen. Ist darin eine Zeitdiagnose angelegt? Ich habe sie nicht als solche begriffen, sondern es war eher ein Grundeinfall, auf dem ich einen großen Garten voll Poesie und eigenartiger Grausamkeit blühen lassen kann. Dann. Es ist eher ein Vehikel, ja, oder ein Blumentopf, in dem der Roman wächst. Dann möchte ich Sie auch noch fragen, Sie stammen aus Graz, da gibt es ja auch eine gewisse experimentelle Tradition. Würden Sie sich in die einordnen? Nun ja, wenn die Tradition aus Avantgarde besteht, ist es schwer, sich nicht in sie einzuordnen, weil ist man denn dann, zerstört man das, was vorher war, ist man avantgardistisch? Also macht man genau das, was vorher war. Also es ist ein komischer Kreisschluss. In Graz kann man nicht an die Tradition anknüpfen oder nicht anknüpfen, man ist einfach Grazer. Das ist ein Urteil, das über einen verhängt wurde durch die Geburt. Es ging noch um eine ganz übergeordnete Frage, die man als Autor auf der Buchmesse wahrscheinlich gar nicht so wahrnimmt in dem Trubel. Aber diese Buchmesse ist dominiert von sogenannten Story Drives, Fanfiction und der Theorie, dass jeder selbst ein Autor ist, wenn er selber publiziert. Ich weiß nicht, wie stark man das wahrnimmt an Ihrer Stelle. Aus meiner Sicht wird das immer mehr. Und hat man da als Autor eines, sage ich mal, doch klassischen Publikumsverlags überhaupt mit zu tun mit diesem Phänomen? Ich habe vielleicht nicht viel zu tun mit dem Phänomen, aber ich nehme es natürlich wahr und es ist möglich, dass wir Autoren von Verlagen und wir, die irgendwie so Verträge haben und so, das nicht im Eigenverlag im Internet publizieren, auch so eine Dinosaurierart, die bald aussterben wird. Es könnte sein. Ich bin also da recht unschlüssig, was die Zukunft ist. Nur die das propagieren, die sagen dann, man sei zum Beispiel ein Verwalter eines alten, hehren Literaturbegriffs, wenn man noch von Gatekeepern spricht, dass die Verlage eine Türsteherfunktion noch haben, dass es Lektoren überhaupt gibt. Und das scheint alles im Wandel zu sein. Aber wie stehen Sie zum Geniekult? Zum Geniekult? Und der hat ja jetzt nichts mit dieser Gatekeeper-Funktion zu tun. Das ist noch eine Erweiterung, eine noch hehrere Sache. Aber der Geniekult, den muss man eigentlich nicht betreiben. Ich habe zwei, drei Menschen, also die kenne ich nicht persönlich, aber die sehe ich als Genie an und verneige mich schon ständig vor ihnen, das stimmt. Also ich kritisiere eigentlich etwas, was ich dann selber wieder erfülle. Das ist schwierig, ja. Jan Brandt ist ein Genie zum Beispiel, der deutsche Schriftsteller Jan Brandt. Er ist wirklich ein Genie, das ist also ein explosives, ungehemmtes, formerfindendes Lebewesen. Vielen Dank soweit. Clemens Setz auf der Frankfurter Buchmesse.